Okidoki. Hallo alle zusammen und willkommen zurück zu Dark Souls. Waren wir wieder bei höher und tiefer werden? Vielleicht einfach nur Boromika werden. Kann ich nicht so gut. Weiß doch, es geht nichts über eine Stimme, die im Bauchnabel vibriert. Probier es mal mit einem Bass. Die so schön hat gekribbelt in mein Bauchnabel. Die kleine Silberraute, die so schön hat geprickelt in mein Bauchnabel. Ja. War doch das Auto, oder? Vielleicht. Ist alles sehr lange her. Das hier sind übrigens die Bewohner von Ulaseel, oder das, was es ihnen geworden ist, nachdem der Abgrund ausgebrochen ist. Das sind Man oder möchte denen waren auch mal besser nicht so Menschen. begegnen, richtig? Ach, das ist so von einer von denen ist doch ganz am Anfang der Katzin da Genau. draufgegangen, oder? Genau. Warum Artorias den jetzt wirklich genau getötet hat, weiß ich nicht, aber er hat es jedenfalls gemacht. Langeweile. Ja, sowas in die Richtung wird sein. Aber das sind jedenfalls eben die ehemaligen Einwohner. Das ist das, was dank Manus mit deren Menschlichkeit passiert ist, die eben außer Kontrolle geraten ist und sie zu diesen Monstrositäten gemacht hat. Nicht besonders schön. Nee, das stimmt. Gucken, ob ihnen Feuer schmeckt. Jetzt. Unterbrecht mich doch nicht beim Feuerbälle wirken. Okay, also der Feuerball ist okay. Wie sieht's denn aus Das mit einer ist voll Feuerkugel? unhöflich, ne? Ja, echt grausam. Mit denen den Manieren beigebracht. Ja, offensichtlich keiner. Würden sie sich ja benehmen. Ja, so ein Scheiß. Bring den mal Manieren bei, hör mal. So geht das aber nicht. So, hier am besten einmal nur kurz um die Ecke springen und dann wieder zurück. Ich glaube bestimmt gleich sehen, warum. Du da. Kommt dann ein neuer Freund von uns, der mal nett kuscheln will und so. Na, bei den Viechern hier würde ich ja sagen, gerade mit den Armen, die wollen nur auf einen zukommen und einen umarmen, ne? Also mit diesen Ja. Anhängern da. Die haben ja so ausladende Umarmungsarme. Damit das Gruppenkuscheln noch viel besser funktioniert. Was ich Oder? eigentlich meinte, sind diese Viecher hier, die Ulaseel Zauberer oder so. Die wollen nämlich eben gerade nicht kuscheln, die bleiben lieber auf Abstand. Und hier steht einer hinter der Tür, man kann mit einer Sprungangriff, oder hinter der Ecke, man kann mit einem Sprungangriff außenrum durch die Wand durchschlagen. Das ist schon mal öfter mit Sprungangriffen so, dass die durch Wände durchgehen und keine Kollisionsabfrage haben. Ne? Also mit einem normalen Angriff gibt es halt dieses Abprallen, wenn ich stattdessen einen Sprungangriff. Das war jetzt keiner, sondern Moment. So, dann gibt es dieses Abprallgeräusch nicht, weil eben bei diesen Angriffen keine Kollisionsabfrage stattfindet. So, ich weiß nicht, wie weit wir gehen müssen, damit Chester angreift. Denn wir sind menschlich und wir haben den Boss hier im Gebiet noch nicht besiegt. Das bedeutet, dass Chester, dieser Händler, den wir da getroffen haben, hier eine Invasion startet. Und zwar direkt hier. Au. Der Vorteil ist, Chester hat, ich weiß nicht, ob er überhaupt Nahkampf hat. Er verwendet aber fast exklusiv Fernkampf. Schmeißt irgendwelche Messer, die Blutung anrichten und schießt mit seiner Armbrust. Der Vorteil ist, dass man sich hier für den Kampf dann relativ leicht eine Verschnaufpause gönnen kann. Wenn er nämlich eben an einer Stelle steht, wie so zum Beispiel, kann er einen nicht treffen. Und man kann relativ angenehm. Ja, mal kurz verschnaufen. Oder auch hier hinter eine Wand Bestimmt. verstecken, dass er halt einen nicht mehr erwischen kann. Dann kann man sich da ganz gut mal eine Heilung reinpfeifen oder sowas. Er schmeißt mit Dolchen die Blutung verursachen. Okay, er hat im Nahkampf Angriffe, aber nicht mit einer Waffe, sondern er tritt nur so. Das ist okay. Und das ist prächtiger Chester, heißt der. Okay. Ja. Wenn wir sein Phantom besiegen, kriegen wir dafür übrigens gar nichts. Wenn wir seine menschliche Gestalt besiegen, würden wir dafür seine Ausrüstung kriegen, also seine Armbrust und seine Rüstung, mit der wir dann auch dieses coole
lachen, grinsen, was auch immer hätten. Okay. Hier solltet ihr übrigens einmal runterspringen. Es gibt hier einen sehr, sehr, sehr nützlichen Gegenstand für den nächsten Boss. Den ich jedem empfehlen würde, sich zu holen. Nämlich? Das kommt jetzt gleich, wenn ich ihn dann tatsächlich habe. Muss das dort droppt? Okay. Ein grüne Scherben. Diese ganzen Ulassil-Bewohner können große Scherben, grüne Scherben fallen lassen, aber sie können auch ihre Kopfbedeckung oder beziehungsweise ihre Köpfe droppen, die man sich dann anziehen kann. Also diese Köpfe halt. So, und zwar, hier ist eine Nachricht, eine Entwicklernachricht, auf der steht, es werde dicht. Damit man vielleicht mal versucht, sich hier eine Lichtquelle zu machen. Jede Lichtquelle funktioniert. Also alle die Lichtquellen, die auch im Grabmal der Riesen funktioniert hätten, funktionieren hier auch. Um einen Geheimgang zu öffnen. Hinter dieser geheimen Tür findet sich eine Truhe. Und in dieser Truhe findet sich ein Silberanhänger. Der ist sehr wichtig. In den Silberanhänger ist das Wappen von Artorias eingraviert. Er ist ein uralter Schatz aus Anor Londo und würde Artorias verlieren, weil er sich dem Abgrund stellte. Der Anhänger schützt vor der Finsternis des Abgrundes, besonders in ihrer magischen Form. Damit kann man für sehr kurze Zeit, also nachdem man das Ding aktiviert, hat man 2 oder 3 Sekunden, ganz kurz, eine Unverwundbarkeit gegen die schwarze Abgrundmagie, die man hier sonst sehr viel antrifft. Und der nächste Boss verwendet, sobald er in kritischen Lebenspunktezustand ist, eben diese schwarze Abgrundmagie. Mhm. Diese Truhe übrigens ist ein Mimic. Also, schnell töten. Enthält die sehr gut Maske. Das sind eigentlich reine Online-Gegenstände, diese Masken. Holzschnitzereien sind das. Es gibt im Online-Modus halt keine Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, außer über Gesten oder sowas. Und deswegen wurden im DLC diese Masken hinzugefügt, mit denen man die schmeißt man auf den Boden. Die sind wiederverwendbar. Und dann wird eben der entsprechende Satz gesagt, der auf der Maske steht. Ich glaube, ich kann das zeigen. Ich müsste sie eigentlich hinzufügen können als einen ganz normalen Vorausgegenstand. Eine sehr gute Maske. Und da habt ihr gehört, very good. Auf so einer alten, brummigen Sprache. Also so eine, ja. Also auf Englisch, aber halt mit so einer älteren, brummigen Stimme. Wessen Stimme das ist, werden wir noch sehen. Okay. Ich hab's nicht gehört. Achso, ja, natürlich du nicht. Ich vergesse das immer so schnell. Nö, ja, das ist schon okay. Das ist, ich stell mir das nicht vor, wenn du das beschreibst. Okay. Jedenfalls, das ist die Stimme desjenigen, der diese Masken schnitzt. Und er ist auch einer der coolsten NPCs überhaupt. Also, Laurentius ist halt so der sagen wir mal, netteste NPC meiner Meinung nach. Aber der Typ, der diese Masken macht, ist einfach richtig cool. Okay. Ich glaube, das ist gut. Falkenauge Go oder Goch. Er macht das? Ja. Und ist, wie gesagt, einfach nur ein cooler Typ. Ist der uns nicht auch schon mal begegnet? Nein. Aber er wurde schon mal öfter erwähnt. Er ist nämlich einer dieser 4 Ritter Gwyns, der Achso. Anführer der Bogenschützen. Das. Dachte nur, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, ich meine, ich hatte ihn auch schon vorgelesen. Ich habe ja den Falkenring, glaube ich, geholt beim... Dann vielleicht daher. Genau, und in dessen Beschreibung ist jedenfalls erwähnt, dass das der Ring des... dass das der Ring von Goch ist. Hier übrigens der Ring von Goch. Van Gogh. Auf dieser Leiche liegt Abfall. Warum, weiß ich nicht. Es ist nämlich immer noch so, dass die einzige Verwendung von Abfall ist, ihn der Krähe Snuggly zu geben. Und die Krähe nimmt immer nur einen Abfall pro Spieldurchlauf. Das heißt, ich weiß nicht, warum man 2-mal in einem Spieldurchlauf Abfall finden kann.
Man hat nur einmal im Spieldurchlauf Verwendung dafür und im nächsten Spieldurchlauf ist der andere natürlich auch wieder da. So, hier unten wird es unangenehm, deswegen würde ich hier. Vielleicht, falls man das irgendwie verpasst hat oder so. Ja, ist denkbar. Kommt man vielleicht an irgendeine Stelle nicht mehr wieder zurück oder so? Nö. Also man könnte es immer noch nachher holen. Ja, ich könnte jetzt noch, wenn ich ihn nicht, nicht den Abfall nicht schon geholt hätte, könnte ich jetzt immer noch wieder dahin gehen und mir den Abfall holen. Genau, also, keine Ahnung. Vielleicht für Leute, die den ersten nicht gefunden haben oder sonst was. Halbwegs versteckt ist er ja. Wow. Hab mich durch die Treppe in eine blöde Schattenmagie getroffen. Extrem unangenehm, diese Schattenzauber. Auch extrem stark. Also wenn ihr Magier seid, freut euch auf den Zeitpunkt, zu dem ihr die Dinger benutzen könnt. Vor allen Dingen im Abgrund später findet man einen. Ich werde nochmal explizit darauf hinweisen, wo. Die dunkle Träne. Die in so einem... Das ist gut. Ja, die schießt in so einem 90-Grad-Winkel einen ja, also so 90 Grad kegelförmig vor einem irgendwie 7, 9, eine Menge Projektile. Okay, hier wollte ich jetzt gerade nicht runterfallen. Hier ist einfach eine doofe Stelle. Ich muss gerade mal. Ne, ich muss vorsichtig vorgehen. Okay. Sagt er und kriegt ein Schattendings in den Rücken. Sehr nett. So, einmal nach hier oben gehen. Schlürfen. So, und ich glaube, der Typ hier unten dürfte mir jetzt hinterherkommen, ja. So, es steht nämlich ganz da hinten. Was machst du denn da? Ist runtergefallen, verdammt. Also, naja, ich weiß nicht, es könnte auch gut sein oder schlecht. Runtergefallen? Ja, da unten am Treppenabsatz siehst du jetzt doch einen dieser Ulassil-Magier. Ja. Genau. Ah, das war gut. Ja, das war hilfreich. Die steht sonst da. Warte. Na, da kommt gerade einer. Wenn ich gleich Ruhe habe, werde ich einmal kurz zeigen, wo die sonst steht. Vielleicht habt ihr es auch schon im Hintergrund gesehen, gerade eben. Aber ich finde diese Stelle hier sehr unangenehm. Achso, und die machen, können auch noch so eine Giftwolke zaubern. Ne. Nicht in der Wolke stehen bleiben, dann gibt es kein Gift. Da hinten, wo man das Leuchten von dem Item sieht, da ist so eine Plattform, ein balkonmäßiges Ding. Da drauf steht die normalerweise und man kommt nur sehr außenrum quasi hin und sie feuert die ganze Zeit auf einen. Dann ist es praktisch, dass sie gerade runtergegangen ist, ja? Okay, das ist schön. Okay. Das ist jetzt aber halbwegs sinnvoll gemeistert. Das sind nämlich jetzt, wenn ich das richtig sehe, nur noch die Nahkämpfer übrig und die sind nicht ganz so gefährlich. Denn Ulassil-Magie fügt sowohl magischen als auch physischen Schaden zu und ist extrem stark. Achso, und ich weiß nicht, habe ich aufgehört oder war ich fertig mit meiner Erklärung davon, was die dunkle Träne tut? Sie macht Projektile. Genau. In Kegelform vor allem. Kegelform vor allem, genau. Und das Ding ist halt so gebalanced, dass man... Was mal? Auf kurze Distanz mit vielen Projektilen trifft, aber sich dafür auch sehr in Gefahr begeben muss, natürlich, wenn man nah am Gegner dran steht. Mhm. Man kann sich vorstellen, wenn das so ein 90-Grad-Winkel hat, so ein Streuwinkel, und der Gegner ein bisschen weiter weg steht, dann treffen einen den vielleicht nur ein oder zwei von den Projektilen. Wenn man aber direkt am Gegner dran steht, was sich halt doch recht oft einrichten lässt, ohne dass man wirklich ein Risiko eingeht, dann ja, ist der Schaden sehr erheblich. Ich weiß gerade nicht, was das da oben an der Decke für ein Gegenstand ist. Ich tu mir mal gerade. Also man kann da oben auch drauf auf die Plattform mit einem Weg etwas außenrum oder so, aber
Da habe ich gerade keine Lust drauf. Deswegen, man kann diese ganzen Leichen, die an der irgendwo dranhängen, auch immer abschießen. Unterschießen. Finsterer Nebel. Das ist dieser Giftnebel, den wir gerade auch gesehen haben, den die Gegner verwendet haben. Mhm. Vermutlich von den drei Ulassil-Zaubereien, die es im Spiel gibt, der wenigsten nützliche, meiner Meinung nach. Okay. Und hier gibt es eine Abkürzung. Warum ist er so wenig nützlich? Er fügt keinen direkten Schaden zu, sondern vergiftet nur. Ich weiß nicht, ob das im PvP vielleicht nützlich ist, aber ich glaube, da gibt es sinnvollere Methoden zu vergiften. Mhm. Und im PvE, also gegen normale Gegner, ist Gift einfach zu langsam. Da ist es halt nützlich, wenn man sowas wie Giftpfeile verwendet. Aber im Allgemeinen er macht keinen direkten Schaden, sondern vergiftet nur. Und erstmal muss der Gegner eine ganze Weile drinstehen, damit er wirklich vergiftet wird. Okay. Und dann dauert das Ganze auch noch so. Und dann sei er vergiftet. Ich meine, du hast bei dem Arno-Londo-Bogenschützen gesehen, wie lange das braucht, einen Gegner nur mit Gift zu töten. Ja. Also üblicherweise ist es einfach ein verschwendeter Einstürmungsplatz. So. Weiß vielleicht gibt es irgendwen, der den besonders cool findet und gerne Leute vergiftet. Es gibt sicherlich, also ich meine, abhängig davon, gegen wen man jetzt meinetwegen im PvP antritt, es gibt auch viele Spieler, die sobald sie einen Zustand sehen, ziemlich in Panik ausbrechen und halt irgendwie quasi mit recht unangebrachter Vorsicht reagieren darauf, dass sie irgendwie einen Zustand abbekommen haben oder anfangen, einen abzubekommen. Weil eigentlich kann man aus dem Nebel schnell genug rausrennen und selbst wenn man vergiftet ist, das Gift im Spiel ist nicht sehr gefährlich. Aber, ja. Die anderen drei Schattenmagien, die es noch gibt, fügen einfach direkten Schaden zu und sind viel praktischer. Also wie gesagt, es gibt einmal diese finstere Träne, die eben ziemlich schön direkten Schaden macht. Wenn man direkt vor dem Gegner steht, kann man meistens Mist. Meistens Mist? Ach. Ja, ich hätte eigentlich schon ganz gern, dass hier einer mitkommt. Nicht nur einer von den blöden Magiern anfängt, Schattengeschosse auf mich zu schießen. Weil Schattengeschosse böse. Okay. Das ist wieder eine von diesen, also das ist die dunkle Kugel, die sie jetzt verwenden. Das ist ein einzelnes Schattengeschoss, was recht guten Schaden anrichtet. Den man aber leicht ausweichen kann. Und zu guter Letzt gibt es noch als drittes quasi die Verfolger. Das sind so fünf Kugeln, die über dem Kopf des Zaubernden erscheinen. Und wenn man sich in die Nähe eines Gegners begibt, fliegen die auf diesen Gegner zu und sind da zielsuchend. Also die fliegen dem hinterher. Selbst wenn er ausweicht, treffen sie. Kommen die noch nach. Es ist sehr, sehr schwer, den Verfolgern auszuweichen. Es gibt einen sehr ähnlichen Zauber, der halt im Grundspiel eine Standardzauberei quasi, die Zielflug-Seelenmasse. Die fliegt auch so ein bisschen auf das Ziel zu, aber mehr oder weniger in einer geraden Linie. Das heißt, wenn das Ziel sich schnell zur Seite bewegt oder rollt, kann man den gut ausweichen. Die Verfolger hören erst dann auf zu fliegen, wenn sie ihr Ziel getroffen haben oder nach einer doch recht langen Zeit. Also so ein bisschen wie das ist eher so wie die Pfeile, die bei diesen einen Bogenschützen ja auch doch so eine kleine Kurve flogen, wenn man an die Seite ging. Im Grunde genommen noch viel schlimmer, weil die Pfeile waren ja nur so ein bisschen. Nein, ich meine jetzt das was die Zauberei aus dem Grundspiel. Ach so. Nicht das. Ja, doch. Also auch schon durchaus nützlich, vor allen Dingen im PvE. Im PvP viel zu leicht natürlich dem auszuweichen, da wird man da selten Erfolg mit haben. Aber im PvP ist das durchaus im PvE ist es durchaus nützlich, weil die Gegner da links nicht so gut ausweichen können. Das ist sehr praktisch. Okay. Die
größte Bedrohung hier ist, also sagen wir mal so, hier ist halt so eine Stelle, die einfach fies ist, weil da ganz hinten stehen diese zwei Zauberer und hauen eben ständig die Schattenkugeln ins Gesicht. Und davor stehen drei oder vier von den Nahkämpfer-Viechern, die auch keinen Spaß machen. Wenn man die Nahkämpfer dann mal weg hat, kann man sich halbwegs hinter den Säulen verstecken, ohne dass man halt hier Stress hat. Und sie brauchen lange, um ihre Zauber zu wirken. Das ist so der Nachteil in der dunklen Kugel, die sie verwenden. Die ist langsam. Sodass ich hier ganz gut eine Chance habe, quasi einmal um die Ecke zu spinksen. Und ja, ne, den ersten habe ich jetzt mit dem Feuerball erledigt, den zweiten war dann kein Problem mehr, im Nahkampf ranzugehen. So. Jetzt kommt noch ein sehr unangenehmer Gegner, bei dem ich auch nicht weiß, was seine wirkliche Schwäche ist. Angeketteter Gefangener oder so heißt das Vieh. Dann hat er ja wenigstens so eingeschränkte Reichweite, oder? Wenn er angekettet ist. Sollte man meinen, aber nein. Ach, das ist nicht angekettet. Er benutzt seine Kette quasi als Waffe, mitsamt dem Stein, an dem er festgekettet war. Achso, war. Nicht mehr ist. Und er ist sehr resistent gegen, ich glaube, alles. Ja, schön. Also zumindest Feuer, Magie und Nahkampfangriffe funktionieren nicht gut. Vielleicht funktionieren Blitze. Das ist das Einzige, was ich noch nie probiert habe. Ich würde aber auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr eine Distanz-Option habt, verwendet die. Also meine Feuerkugel ist mein Schwesterzauber, das ist... Okay. Man muss das Vieh auch nicht töten, man kann es einfach weglocken und dann dahinter durchlaufen. Ja, ich finde es einen sehr, sehr unangenehmen Gegner. Wenn man mit einer, selbst mit einer schweren Waffe wie meinem Schwert einhändig auf das Ding draufhaut, dann kriegt man diesen Abpralleffekt, wie wenn man auf Schilde von Gegnern oder auf Wände haut. Das heißt, man prallt ab und macht reduzierten Schaden. Das ist, ja. Sagen wir mal, unangenehm. Und das Vieh hat einige böse Angriffe. Und hier übrigens der erste Aufzug. Und ich glaube, der einzige Aufzug im Spiel mit einer Falle. Denn es ist ein Gegner drauf. Aber der Aufzug führt uns tief nach unten in die Verliese von Ulassil. Wo wir hinwollen. Weil, da gibt es was? Ein Leuchtfeuer. Aber ich glaube, na, ich muss noch einmal zurück, ich habe was vergessen. Aber das Leuchtfeuer hier nehme ich auf jeden Fall schon mal mit, dann kann ich nämlich im Notfall ganz schnell hinteleportieren. Und das wird auch voll entfacht. Das hier ist das Leuchtfeuer direkt vor dem Kampf gegen Manus. Den Vater des Abgrunds. Ich denke mal, ich werde jetzt auch einfach in den Abgrund reingehen. Vermutlich Manus noch nicht angehen, auf jeden Fall noch nicht schaffen. Aber im Grunde genommen, wenn ich schon mal hier bin, kann ich es auch einfach einmal angehen. Versuchen. Jo. Hier übrigens ist wieder einer dieser Orte, wo die Framerate einfach generell immer einbricht. Weil das ein riesiges offenes Gebiet ist und das Spiel kommt mit sowas nicht klar. Ich wüsste gerne mal, warum diese Eidechse gerade... Na egal. Hier ist eine Kristalleidechse entkommen. Für die hier werde ich jetzt auch einfach mal das Spiel neu laden. Es klappt ja. So. Ganz einfach. Und zwei Funkeltyranid. Der schlechtmöglichste Drop überhaupt. Denn sie haben garantiert, die droppen garantiert mindestens ein Funkeltyranid. Und sonst alles weitere ist quasi Bonus. So. Ich weiß nicht, wie gut, du wirst es vermutlich gar nicht sehen. Im Hintergrund sieht man es vielleicht auf dem Video. Da sind fünf dieser Ulassil-Bewohner. Und jetzt noch vier da. Auf der Leiche dahinter findet ihr die dunkle Träne. Das heißt, wenn ihr Magier seid, viel Spaß mit diesen Gegnern da. Am besten jeweils einzeln mit Bogenpolen hier killen. Dann ist da hinten nur noch einer von den dunklen Magiern.
Den kann man dann auch, also man kann durch die Projektile relativ gut durchrollen eigentlich. Durchrollen, töten, dunkle Träne holen. Ich brauche dunkle Träne nicht. Das heißt, ich muss das gar nicht machen. Aha. Ja, ich hoffe, es ist okay für alle, dass ich hier manche Dinge nicht tue, die ich halt sonst auch nie tue. Aber ich will nicht unbedingt 100% des Spieles zeigen. Ich erkläre halt meistens, wenn ich Sachen überspringe. Ich werde vielleicht ein Bonus-Video oder zwei machen, wo ich halt solche Sachen dann zeige auf dem Charakter, auf dem ich sie mache. Also mein Magier zum Beispiel. Aber sonst, ich spiele nur mal einen Nahkämpfer. Das heißt, ich mache nur Was Sachen, die sind für nur mich als, Nahkampfsachen? genau, die ich für mich, für diesen Charakter auch brauche. Pyromantie-Sachen zum Beispiel. Habe ich halt alles gezeigt. Und da unten ist ein komisches, nebliges Leuchten, sonst was. Und da wollen wir hin. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das DLC so lange gelassen habe. Denn hier ist eine Illusion von Alvina, der Katze, die den Waldhüter-Eid betreut. Und das hier sind die Gegner, die im Abgrund hauptsächlich leben. Du müsstest sie gleich auch sehen. Menschlichkeitsgeister. Eben quasi Menschlichkeit, die im Abgrund ein Eigenleben entwickelt hat. Und Alvina will, dass wir da lang gehen. Das machen wir auch gleich. Aber erstmal wird hier diese Abkürzung aktiviert. Mit diesem Aufzug. Das war der eine, der ganz am Genau. Anfang schon mal, wo der zweite noch da war und gesagt hast, da gibt es eine Abkürzung. Genau, Richtig? das führt uns nämlich genau direkt vor vor den Bossnebel von Artorias. Das heißt, hiermit können wir ganz schnell wieder zurück in den Abgrund, wenn wir denn von oben, also von der Richtung da aus kommen. Wie gesagt, das Leveldesign im Spiel ist einfach brillant gemacht, dass es immer diese Abkürzungen einbaut, mit denen man dann solche Gebiete schnell umgehen kann. So, hier wollte die Katze, dass wir reingehen. Und das hatte auch seine Gründe. Okay. Hey, kitty, kitty, kitty. Ne, die Katze hat uns interessanterweise zu jemand anderem geführt, denn die Katze ist ein alter Freund von Artorias. Und deswegen kennt sie natürlich auch Artorias Begleiter, den wir noch nicht getroffen haben. Aber wir werden ihn jetzt quasi kennenlernen. Man sieht es nämlich schon da in der Mitte. Ja, vielleicht sieht man es nicht so gut. Da Das läuft irgendwas. hängt davon ab, wie schön das Licht aufhellen wird. Ich hält die Dark Souls-Videos hier jetzt immer ein bisschen auf. Da liegt ein Wolf. Mit einem Schwert im Maul. In einem Schutzkreis-Dings. Das Schutzkreisding leuchtet hier jetzt. Genau, das ist der Gefährte von Artorias. Und Artorias hat hier eben sein Schild hingelegt, damit dieses den Schutzkreis erzeugt, damit sein Gefährte, der Wolf Sif, der jetzt verschwindet, damit er eben vor diesen Menschlichkeitsgeistern und vor dem Abgrund sicher ist. Und das war der läuternde Turmschild. Ich kann mal kurz dessen Beschreibung vorlesen. Ein stählerner Großschild, entstanden aus der Seele des königlichen Ritters Artorias, der in den Abgrund stürzte. Artorias, der tief vernarbt vom Abgrund war, nutzte ihn, um eine Barriere zu erschaffen, die seinen Gefährten Sif schützen sollte. Dabei wurde er abgenutzt, doch sein Schutz gegen Magie wurde gestärkt. Ist jetzt eins der Schilde im Spiel, die am besten gegen Magie sind. Immerhin 80% Schadensreduktion gegen Magie. Das Wappenschild hat auch 80% und das Wappenschild hat zusätzlich noch 100% gegen physische Angriffe, ist mir deswegen lieber, denn das läuternde Turmschild hat nur noch 80% gegen physische. Ist allerdings ein Großschild. Ich weiß nicht, warum Typ Großschwert dran steht. Es ist ein Großschild, kein Schwert. Ja, bedeutet, es ist nicht kein Parierschild, sondern ein Blockschild. Wir können damit nicht parieren. Es hat auch mehr Haltung, ist uns schwerer und so, aber ja. Jedenfalls, so haben wir Sif gerettet. Und das muss man tun, damit man die alternative Cutscene freischaltet vor dem Kampf gegen Sif.
Und das ist der Grund, warum ich Sif bisher nicht bekämpft habe, sondern eben erst das DLC machen wollte, damit ich diese alternative Cutscene zu sehen bekomme. Und außerdem, ne? Ein junger Wolf ist auch nicht schlecht. Also wir retten ihn, um ihn dann zu töten, oder wie? Wir töten ihn erst 100 Jahre später. Wir töten ihn trotzdem. Ja, wir müssen. Das ist tatsächlich ein Boss, den ich lieben gerne überspringen würde, wenn ich könnte. Nicht, weil er schwer ist, sondern einfach, weil... Oh. Und hier übrigens ist ein Schattenmagier, der sonst sehr unangenehm ist, wenn man eine andere Route nimmt. Weswegen das hier auch die Route ist, die ich immer nehme, wenn ich zum Bosskampf renne. Ich renne immer hier lang. Sonst kann man sich hier nämlich mit dem... Schattenmagier? Ja, der feuert sonst den Weg runter auf einen. Und ich renne gerne diesen Weg, selbst nachdem ich Sif schon gerettet habe. Ich renne immer diesen Weg, um dem dann hier in den Rücken zu fallen. Sonst, während man hier diese Säule runterrennt, kriegt man gerne mal das Schattenmagier in den Rücken gedonnert. Mhm. Denn deren Akku-Reichweite ist ziemlich groß. So... Menschlichkeit. Menschlichkeit ist gar nicht so schwach, wie man das vielleicht meint. Also die fügen einem Schaden zu, indem sie einen berühren. Der Schaden ist aber nicht ohne. Ja, Menschen können ganz schön viel Schaden anrichten. Mhm. Wie gesagt, durchaus eine Aussage, die meiner Meinung nach der Entwickler mit diesem DLC oder mit dem, was hier passiert, unterstützen wollte. Und auf der Leiche, da liegt eine weiße Scholle. Wenn ihr göttliche oder okkulte Waffen aufwerten wollt, braucht ihr sowas. Die andere weiße Scholle im Spiel, die halt gesichert auf jeden Fall immer da ist, ist die im Grabmal der Riesen. Ich glaube, die habe ich auch gezeigt. Ich glaube, ja. Hier ist ein zweiter. Wenn ihr mehr als die zwei wollt, müsst ihr, oder wenn ihr das DLC nicht habt, habt ihr nur eine garantierte. Wenn ihr mehr wollt, müsst ihr farmen gehen bei den Nekromantenviechern. Die sind Feuerrad-Gegnern unten. So, und zeigen werde ich den Boss jetzt schon mal, aber ich mache mir keine allzu großen Hoffnungen. Das ist ein Boss, bei dem ich traditionell eineinhalb Stunden dran sitze. Das ist okay. Jedenfalls ist das eine Hand, die wir schon kennen. Augen, die in der Dunkelheit leuchten. Au. Au. Das Rufsymbol. Wir können nämlich, nachdem wir Sif befreit haben, Sif für den Bosskampf rufen. Und das Schöne ist, der Boss kriegt dadurch natürlich keine erhöhten Lebenspunkte, weil die Lebenspunkte sind jetzt fest. Und da man Sif eben im Bosskampf rufen können soll, ist das kein Rufsymbol, was man bestätigen muss, sondern man muss nur einmal draufklicken und dann hat man ihn. Er ist nicht wirklich nützlich, aber man kann es machen. Au. Manus, Finger weg. Blöden Patschefinger. Ja, das ist das Monster, das aus Manus geworden ist. Dem ersten Menschen. Das hier war mal ein Mensch. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwie gesehen, oder? Ja. Ein Patzin oder so? Also seine Hand. Manus selber noch nicht. Wenn ihr übrigens diese Turbo-Attacke macht, weg, 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 die Turbo-Attacke, wenn ihr ganz viele Lebenspunkte habt, könnt ihr sie vielleicht überleben, aber im Allgemeinen nein. Die Turbo-Attacke bedeutet Tod. Das sind, glaube ich, ist eine Kombo aus 6 Schlägen. Mhm.
Sif macht gerade tatsächlich gar nichts. Ah, da ist er mal wieder. Ja, der Schaden von Sif ist leider nicht sehr hoch in dem Kampf. Es ist mehr so ein... Man kann ihn mal mitnehmen. Er hat aber recht viel Lebenspunkte. Also, es wechselt doch nicht einfach so die Ziele, Manus. Ich stirb nicht so schnell. Und er lenkt vielleicht ein bisschen ab. Ja, und es ist halt sonst bei solchen Bossen natürlich der Nachteil, dass man, wenn man einen NPC ruft, hat der Boss mehr Lebenspunkte. Aber das ist hier nicht der Fall. Das bedeutet, wenn man menschlich ist, kann man ihn auch einfach beschwören. Er kann keinen Schaden anrichten. Ja. Kein Boss wechselt so gerne das Ziel wie Manus. Also die meisten Bosse, ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt, haben eine KI, dass sie denjenigen angreifen, der ihnen als letztes Schaden zugefügt hat. Nicht so Manus, der kann seine Ziele beliebig wechseln. War nach Zufall oder? Nach wer den höchsten Schaden macht? Er bevorzugt den Spieler einfach. Okay. Oh verdammt, 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 verdammt! Aha! Ich habe es überlebt. Wie zur Hölle habe ich das überlebt? Üblicherweise was mich immer tötet. Jetzt zum Beispiel. Oh, ich hab's schon wieder überlebt. Ich glaub's nicht. Gut. Also generell war das seine erste Schattenmagie. Er hat drei verschiedene Schattenzauber, die er verwenden kann. Und ich bin extrem schlecht daran zu erkennen, welchen er verwendet. Und wenn man nicht erkennen kann, welchen er verwendet, ist das sehr ungut. Denn abhängig davon, welchen er verwendet, muss man verschiedene Abwehrmechanismen verwenden. Beziehungsweise man kann alle mit dem silbernen Anhänger blocken, aber... Okay, das ist der netteste eigentlich. Das ist so eine Art Schattensturm. Da kann man einfach wegrollen. Mhm. Wenn er diesen hier macht... Okay, jetzt bin ich tot. Wenn er diesen Angriff macht, dass er diese Kugeln außen beschwört, die auf die Mitte auf ihn zufliegen, dann sollte man auf ihn zurennen. Wenn man schnell genug erkennt, dass er diesen Angriff macht und nicht, wie ich immer, falsch interpretiert, was er machen wird. Denn, wenn er, also mit diesem Angriff kann er direkt an sich dran keinen treffen. Also das hat so eine Art Mindestreichweite. Und wenn man weiter weg ist als diese Mindestreichweite, trifft dieser Angriff halt eben nicht. Es ist grausam, wie sehr die Frames an dieser Stelle immer einbrechen. Einfach weil es hier ein offenes Gebiet ist und das irgendwie das ganze Zeug da unten alles gerendert wird, diese ganzen Viecher, die da rumschweben und so, und die Spielengine das so gar nicht mag. Ja. Also wie gesagt, wenn man etwas besser aufpasst, und eigentlich sollte es nicht schwer sein, aber ich krieg's nicht gebacken, kann man ganz gut erkennen, welchen seiner Zauber er benutzt. Er hat noch einen dritten, wo er quasi vor sich gerade, also relativ, einen relativ schmalen Kegel vor sich halt so Schattenkugeln schmeißt, den man ganz gut ausweichen kann, wenn man zur Seite rollt. Der aber sonst auch mehr oder weniger unvermeidlich ein One-Hit ist. Natürlich alles davon lässt sich mit der, mit dem silbernen Anhänger ablocken, das Timing ist aber relativ fies. Weil der silberne Anhänger einem nur wenige Sekunden Unverwundbarkeit gegen diese Schattenmagie gibt. Es ist allerdings echte Unverwundbarkeit. Also solange man den Effekt hat, ist man vollständig immun gegen die kompletten Effekte der Schattenmagie. Und man kann das Ding durchspammen. Also, ja, wenn man schnell genug reagiert und den schnell genug aktiviert, den silbernen Anhänger, dann nimmt man keinen Schaden von der Schattenmagie. Aber da ist das Problem schnell genug, ja? Ja. Und wie gesagt, eigentlich ist es verlässlicher, wenn er diesen Schattensturm macht, wo eben das Zeug vom Himmel regnet, wegrollen, zur Seite rollen. Man kann auch einfach nur abvisieren und sprinten, das reicht schon, damit es einen nicht trifft. Ja. Wenn er den Angriff macht, dass von außen diese Kugeln fliegen, Abstand gewinnen, also nicht Abstand gewinnen, sondern nah ran. Das genaue Gegenteil nämlich. Dann können einem die nichts.
Und wenn er eben seine Shotgun nimmt, wird, also der Shotgun-Spell nimmt, das die englischen Spieler gerne mal, einen relativ knappen Kegel vor sich weg abfeuert, zur Seite wegrollen. Mhm. Nur das setzt halt voraus, dass man halbwegs seine Cast-Animationen gut genug kennt. Au. Ist cool gerollt. Ich glaub, mein Kommentierstil während dieser Bosskämpfe endet irgendwann in Au, 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 nein, Mist, tot. Das ist in Ordnung. Das kannst du gerne so weiterführen. So, ihr solltet übrigens vermeiden, euch an die Ränder dieser Arena drücken zu lassen, denn ein bisschen Abstand halten ist immer gut. Also versucht möglichst halbwegs in der Mitte zu bleiben. Mhm. Nein, sonst gegen die Wand hauen und da festsitzen. Das verhindert halt, dass man weiter nach hinten ausweichen kann, was ich dann doch ganz gerne tue. Mhm. Den Wolf wieder schauen, oder? Nein, ich bin jetzt nicht mehr menschlich. Ich will mich auch nicht für jeden Versuch menschlich machen, denn dafür werde ich zu viele Versuche brauchen. Das ist mehr oder weniger eine Verschwendung von Menschlichkeit. So beim ersten Wenn er seinen Tropangriff macht übrigens und man nicht davon erwischt wird, ist das eine gute Gelegenheit, entweder wenn man Fernkampf macht, Schaden zu machen oder sonst auf Abstand zu gehen. Mhm. Denn und sich dann zu heilen. Denn wenn er den Tropangriff angefangen hat, die Animation dessen, hört er das nicht mehr auf. Er ist in der Animation dann, sagen wir mal, gefangen. Und die dauert eine Weile. Das heißt, man hat dann ganz gut eine Gelegenheit, sich zu wehren. Der müsste eigentlich so gut wie soweit sein, dass er seine Schattenmagie verwendet. Ab ungefähr 60% seiner Lebenspunkte fängt er eben an, diese dunkle Magie zu verwenden. Mhm. Ihn dann nochmal komplizierter machen. Kugeln von außen, Kugeln von außen, Kugeln. Ah, ich bin nah genug. Ich habe meinen richtigen Zauber erkannt, aber zu spät. Ja. Mit seinem Stab wirkt er die Zauber und man erkennt daran, welche Animation er macht, welchen Zauber er macht, aber das soll es jetzt gewesen sein für die Folge. Zweimal gesehen, wie ich am Boss gestorben bin. Ich übe dann mal ein bisschen. Vielleicht geht es beim nächsten Mal was besser. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Immerhin haben wir ein bisschen Fortschritt gesehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.